Hi, ich bin DF. In meiner heutigen Kurzfolge vom Survival Camping geht es um Rosengewächse. Eigentlich war ich nur hier in meinem Camp, um mal nach dem Rechten zu sehen, und dabei fiel mir dieser wunderschöne Weißdorn auf. Weißdorn gehört zu den Rosengewächsen. Und Rosengewächse sind für uns Bushcrafter Survivor sehr wertvoll. Denn die Früchte sind allesamt roh essbar. Oder genauer gesagt, sie sind zumindest nicht giftig. Manche davon muss man vorher erhitzen, bevor man sie isst, weil sonst wird man aufs stille Örtchen geschickt. Den Weißdorn, den kann man allerdings roh essen. Man kann auch die Früchte für einen Kompott verwenden oder für Marmelade. Außerdem hat er sogar Heilwirkungen. Die Inhaltsstoffe vom Weißdorn fördern die Durchblutung der Herzkranzgefäße und wirken blutdrucksenkend. Der Geschmack sagt wahrscheinlich nicht jedermann zu. Die Früchte schmecken etwas mehlig, aber sie sind süß und fruchtig. Also ich für meinen Teil mag sie sehr gern. Könnte einen ganzen Baum leer futtern. Schmeckt wirklich gut. Worauf ihr allerdings aufpassen müsst, und das gilt für alle Rosengewächse: die Kerne, in diesem Fall so einer hier, der ist ziemlich groß. Die Kerne von den Rosengewächsen enthalten sehr oft Blausäureverbindungen. Das heißt, die dürft ihr auf keinen Fall mitessen. Was ihr allerdings machen könnt, zum Beispiel beim Weißdorn hier mit diesen Kernen: geschrotet und geröstet könnt ihr damit einen Kaffee aufbrühen. Generell kann man sagen, Blausäure ist leicht flüchtig, wenn es erhitzt wird. Und wenn ihr die Samen aufschließt und erhitzt, könnt ihr sie grundsätzlich essen. Und jetzt zeige ich euch noch ein prima Erkennungsmerkmal für Rosengewächse. Schaut mal bei den Früchten hier unten dran. Das sind die Blütenreste. Erinnert euch das an irgendwas? Ich zeige euch mal, an was euch das erinnert. An das hier. Ich lasse euch jetzt ein bisschen Rätsel raten. Habt ihr es? Okay, dann stelle ich scharf. Immer noch nicht? An Äpfel. Genau, denn auch Äpfel sind Rosengewächse. Lecker. Ich liebe Rosengewächse. Übrigens, für Apfelkerne gilt das gleiche wie für Weißdornkerne. Sie enthalten Blausäureverbindungen. Das heißt, wenn ihr zu viel davon esst, das müsste dann aber schon zwei Handvoll sein, dann könnt ihr euch damit tatsächlich vergiften. Also, Kerne nicht mitessen. Es sei denn, ihr würdet sie aufschließen und rösten. Dann könnte man sie wieder essen. Aber wer isst schon gern Kerne? Ich esse lieber den Apfel selbst. Ja, und auch das sind Rosengewächse. Zwetschgen. Was in den Zwetschgen ist, gehört allerdings manchmal zur Fauna. Deswegen sollte man aufpassen und immer nachschauen. Die ist okay. Super süß und saftig. Boah. Es gibt nichts Geileres als Rosengewächse. Zu den Rosengewächsen gehören übrigens noch viele andere Pflanzen, die ihr alle kennt. Beispielsweise Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren oder Birnen und Kirschen. Vieles, was man eben als Obst kennt. Ich hoffe, ihr versteht nun meine Begeisterung für die Rosengewächse. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.